Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von This or Not 2. Wir hauen jetzt hier ab. Koste es, was es wolle. Wir schleichen uns. Das kann nicht sein, dass wir dann immer wegkommen. Wir hauen jetzt ab. Ist mir wurscht. Wir schleichen uns jetzt. Auf geht's zurück zur Megan. Nicht sie weg. So. Wir haben hier jetzt lang genug uns aufgehalten. Wichtig ist, dass wir alle, oder so ziemlich alle Knochenartefakte haben. Ich schau nochmal nach. Aber ich glaube, ich bin hier. Und ich glaube, da haben wir alles. Wenn du mich rufst. Ja. Ich glaube, da haben wir alles. Wir hauen von hier ab. Wir haben hier genug herumgeschimmelt. Es reicht. So. Die Hexe erwürgen wir. So, nochmal. Tschüssi. Haben tut sie nichts für uns. So, können wir hier hoch? Jawohl. So, jetzt wäre es echt schön. Wird wahrscheinlich nicht reibungslos klappen, deshalb speichere ich hier mal. So. Und jo. Wird wahrscheinlich nicht ganz klappen, wenn ich hier mich festhalten tue. Doch, das haut hin. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Klappt das noch hier rauf? Jo, das klappt. Noch hier rüber. Perfekt. So. Wir müssen zum Ladenbesitzer. Der war da drüben. Das klappt. So. Jetzt sind wir schon mal da. Irgendwie. So. Ah, da waren ja die Wahnsinnigen, ne? Und da unten ist der Händler. Na toll. Ja. Stimmt, die gab es ja auch noch. So, das heißt, wir tun wieder speichern. Und wir haben ja eigentlich eine neue Fähigkeit gelernt, ne? Das Auge hier und so. Ja. Hätte hier bleiben können. Alter. Heuler, ne? Es ist schon zum Heulen. Jo. Hier bist du. Ganz allein. Komm zurück! Ich hau dich in Stücke. Oh, mein Arm! Zeit zu sterben, Mädchen. Oh. Eine ist, glaube ich, geflohen, oder? Ja, dann nehmen wir das mal mit. So. Was haben wir denn da Schönes? Rattenspieß, Armbrustgeschichteln, noch ein Rattenspieß, futtern wir gleich alles weg.
So, da hätten wir das mal und dann nichts wie runter hier, ne? Wofür wir die Kurbel brauchen können, weiß ich nach wie vor nicht. Ich habe keine Ahnung. Kommen Sie rein. So. Es ist immer ein Vergnügen. Willkommen zurück. Ich sehe, Sie haben den Prototypen. Ihr Bekannter hat es nicht geschafft. Diese Arbeit ist ziemlich riskant. Aber kommen wir zur Sache. Mhm. Die Bezahlung dürfte Sie bestimmt interessieren. Natürlich gibt es einen Finderlohn. Und wenn Sie möchten, zeichne ich basierend darauf einen Plan zum Verbessern Ihrer Werkzeuge. Und als Zeichen meiner Dankbarkeit gibt es einen Ladenrabatt. Faires Angebot. Kommen Sie rein. Sehr gut. Es ist immer ein Vergnügen, Sie zu sehen. Was ist mit Tifa Heulbolzen? Blinder Gegner lässt Wolfshunde fliehen. Blinder Gegner lässt Hexen fliehen. Blendet Gegner. Aha. Den hier? Heulbolzen, blendet Gegner. Das sind dann alle gemeint, oder? Ach je, so. Wir haben ein bisschen Geld übrig, ne? Der Bezirk ist so ruhig, seit das Konservatorium geschlossen wurde. Ja. Das glaube ich. Sie werden mit so, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. So, das reicht schon mal zum Überleben. Ich denke mal, was haben wir denn hier noch Schönes? Ja, nehmen wir das noch mit. Jo. Und von mir aus. Na, da sind wir pleite. Das lassen wir so. Bitte beehren Sie uns. Dankeschön. Jo, werden wir machen. Steht jetzt eine. Warten. Speichern. Dahin. Okay. Und weitermachen. Ist sie weg? Ach so, warte. Hüpf. Hüpf. Ich würde sagen, wir hauen ab und fertig ist die Geschichte. So, das perfekte Durchspielen überlasse ich euren fähigen Händen. So, wir hauen hier einfach mal ab. So. Servus, Megan. Es ist geschafft. Ashworth ist kein Problem mehr. Gut. Aber Emily, da gibt's noch was. Als ich noch in Dunwall lebte, habe ich Dinge getan, auf die ich nicht stolz bin. Ist das nicht eine Voraussetzung für das Bürgerrecht? Was ich zu sagen habe, ist kein Witz. Ich habe Delilah und Ashworth gekannt. Ich habe ihren Scheiß geglaubt und bin auf die schiefe Bahn geraten. Vor allem dachte ich, dass Delilah tot ist. Ich will jetzt nicht darüber reden, aber Sie sollten es wissen. Ich bereue vieles. Gut, Megan. Vielen Dank für Ihre offenen Worte. Ich habe das Gefühl, Sie haben es verdient. Oh, danke. Sind Sie bereit zum Aufbruch? Jo, bitte. Hauen wir von hier ab. Gehen wir weiter. Ja. Gehen wir. Bringen Sie mich zurück zur Dreadful Well. Ein weiterer Schritt in Richtung Herzog von Cerconos und Delilah. Jo. Ich bin wieder Richtung tödlich unterwegs, ne? Ja. Leider. Das ist diesmal nicht anders gegangen. Ich werde sowieso eine furchtbare Kaiserin sein. Hier zumindest haben wir alles gefunden. Goldmäßig auch nicht schlecht. Baupläne wieder 2 von 4. Jo, ist glaube ich, ist okay. Kann man lassen. Gut, wie gesagt, perfekt durchspielen lasse ich euch wieder. Ihr seid da viel fähiger als ich.
So, und ich glaube, fürs LP wäre es doch, wenn man nicht weiß, wo was ist, zieht es sich unnötigst in die Länge und das ist ja auch nicht schön. Seit mehreren Jahren ist Delilah hier immer stärker geworden. Bringt Leute gegen mich auf. Warum habe ich das nicht gesehen? Was habe ich derweil gemacht? So getan, als hörte ich bei Hofe zu, mit einer Bürokratenarmee geherrscht, auf die nächste Chance gewartet, aus dem Dunwall Tower zu entkommen. Tja, jetzt bin ich frei. Könnte ich doch nur zurück. Aramis Stilton war einst mit dem Herzog verbündet. Als Besitzer von Kanakas Bergwerken lebte Stilton in einem befestigten Bunker mitten im Staubbezirk. Seit Jahren wurde er nicht gesehen, seit Delilah mit ihren Aktionen begonnen hat. Aber ob Stilton nun lebt oder tot ist, sein Haus birgt den Schlüssel zu Delilahs Unsterblichkeit. Oh, schon wieder aufstehen. Ja. Dreadful War. Besprich dich mit deinen Verbündeten. Jo. Schade, kein Kaffee hier. Mist, verdammter. Mal zuerst Gesicht waschen. Jawohl, so gehört sich das. Und dann führen wir wieder unser Reiseprotokoll. Staubbezirk. Was geschah vor 3 Jahren? Brianna Ashworth und Delilah drangen in die Gedanken der Schwestern des Ordens, des Orakels, ein. Sie beeinflussten ihre Visionen und Prophezeiungen. Ich will mir nicht vorstellen, was aus dem Kaiserreich geworden wäre, wenn sie den Orden in der Hand gehabt hätten. Tausende von Gläubigen wären mit einer neuen Religion gefüttert worden, unter denselben glänzenden Masken der Aufseher. Träumt Delilah etwa davon, so zu werden wie der Outsider? Sie ist voller Zorn und verrückt genug dafür. Ich habe Ashworth getötet und hoffe, dass diese Nachricht auch in Dunwall ankommt. Ich werde kommen und dich aufhalten, Delilah, und es wird keine Rolle spielen, was für eine mächtige Hexe du geworden bist. Ich habe außerdem erfahren, dass Ashworth vor 3 Jahren eine Art Seance für Delilah abgehalten hat. Langsam bekomme ich dem Geheimnis hinter Delilahs Unsterblichkeit näher. Und dafür muss ich das verlassene Anwesen eines gewissen Bergwerksbarons namens Aramis Stilton genauer unter die Lupe nehmen. Megan Foster. Ich habe erfahren, dass Megan Foster vor vielen Jahren für Ashworth arbeitete. Ich glaube, dass Megan mehr weiß, als sie mir erzählt. Was verschweigt sie mir? Manchmal weicht sie meinen Blick aus und selbst wenn sie lächelt, wirkt sie irgendwie traurig. Aber mein Bauchgefühl sagt mir, dass ich ihr vertrauen muss, zumindest noch eine Weile. Ich kann nicht schlafen. Ich versuche nicht viel an meinen Vater zu denken, aber ich mache mir unheimliche Sorgen. Ich hoffe, Corvo geht es gut. Ich hoffe, es quält ihn nicht zu sehr, die Tage und Wochen verstreichen zu sehen, ohne zu wissen, dass ich noch lebe und ihn retten werde. Vor 15 Jahren war er es, der mich rettete. Wir hielten uns in Händen. Entschuldigung, falsch. Wir hielten uns in Hound Pete's Pub versteckt und ich dachte, ich würde den Dunwall Tower niemals wiedersehen. Ich weiß noch, dass ich beinahe froh darüber war, dass wir ein Leben voller Abenteuer vor uns hatten. Ich glaube, dadurch fiel es mir leichter, mit dem Tod meiner Mutter zurechtzukommen. Als wäre er nicht real, als wäre das ein anderes Leben gewesen. Sehr schön. Gut, dann suchen wir mal unsere Freunde auf, ne? So. Haben wir hier irgendwas Neues? Ein Audiograph. Mein Kopf wird langsam klar. Nun kann ich an meine Arbeit zurückkehren und den Leuten in Not helfen. Sie haben so viel für mich getan. Mich vor dem Wahnsinn und, schlimmer noch, einem Leben voll sadistischer Gewalt gerettet. Wie kann ich mich jemals revanchieren? Wenn ich bedenke, wer sie sind und was sie in Karnaca tun, kann ich ihnen nur Glück wünschen. Die Stadt
das Land, das Reich, alle zählen auf Sie. Ich schicke Ihnen etwas Besonderes. Ich hoffe, es hilft Ihnen. Danke. Das ist aber sehr nett. Lalalala. Das ist auch schön, dass es ihr wieder gut geht. So, haben wir hier noch irgendwas? Selbstgespräche wie ein alter Spinner. Sokolov malt wieder an Delilahs Bild herum. Hat er mal Besteck? Ah, diesmal ist der Thunfisch schon mal auf. Ich glaube, das ist ein Thunfisch, ne? Jedenfalls ist das Fischelein. Schon mal zum Filetieren bereit. Und, jo. Sehr konische Treue beleint. Der Herzog Megan ist in der Stadt. Ich werde Ihnen alles erklären. Ist okay. Was haben wir denn da? Brienne Ashworth. Das sollte Delilahs Plan erschweren. Ja, ich hätte nie gedacht, so müde. Was haben wir da? Über den Heuler. Hatten wir das jetzt schon? Der Silbernagel über die Heuler. Der Verfasser dieser Zeilen hält sich diese Woche zurück, um beide Streitparteien zu Wort kommen zu lassen. Heulerplage. Ah, das hatten wir schon, ne? Ich kam wegen des Essens und der guten Luft nach Kanaka. Und jetzt das. Über die Aufseher. Wir brauchen den Orden nicht. Passt auf, Freunde, der Orden trachtet danach, unsere Stadt und unsere Leben zu kontrollieren. Die Aufseher erbauten Kapellen und Außenposten, dabei nutzen sie die Verzweiflung in den zerfallenen Ecken von Serkonus wie unserem brüchigen Staubbezirk aus. Vielleicht haben sie schon die gerissene Propaganda meines geschätzten Rivalen Sebastian Ermigdage? Gesehen. Doch denken sie genau nach. Der Orden wird auf der Suche nach Beweisen für Hexerei und Übeltat in unsere Häuser einfallen und für seine Mitglieder sind alle möglichen Besitztümer verdächtig. Sie sperren Unschuldige ein und foltern sie, um ihnen Geständnisse abzuringen. Sie lehnen Tanzen, Trinken und Versammlungen ab. Wollen sie wirklich kein Erntefest mehr? Sind sie bereit, sich ihnen vollkommen hinzugeben, so wie sie es verlangen? Der Staubbezirk kann nur von den Leuten gerettet werden, die ihr ganzes Leben hier verbracht haben. Leuten wie mir, Leuten wie Ihnen, Leute wie Paolo und seinen Heulern, die versuchen, die Situation des kleinen Mannes zu verbessern. Sie patrouillieren auf unseren Straßen, wo sie Dinge für Bedürftige sammeln und verteilen. Hätten doch nur mehr von uns Paolos Mut, dann könnte man den Staubbezirk vielleicht wieder Batista nennen. Mephus? Der Staubbezirk. Karte untersuchen. Ich habe vom Wind gehört, der durch die Spalte des Shinderays weht. Und wie ihn die Stadt für Windmühlen und den Betrieb des Bergwerks nutzt. Jetzt zum nächsten Schritt. Aramis Stiltons Zuhause ähnelt mehr einem Bunker. Jo. Für eine weitere Expedition nach Pandissien würde ich alles geben. Schau. Die Klippen in die Höhe ragen zu sehen. Die Sandstürme. Paolo ist noch nicht alt, aber sein Gesicht spricht von einem bewegten Leben. Ich muss wissen, warum Delilah nicht getötet werden kann. Wir wissen nur, dass in Aramis Stiltons Haus etwas Seltsames passiert sein muss vor 3 Jahren. Aber er ist verschwunden. Stilton lebte in einem Bunker, der mit einem Schloss von Jindersch gesichert ist. Vielleicht erfahren Sie dort, wie sich Delilah aufhalten lässt. Aber erst muss ich dorthin, durch eine vom Herzog geschaffene Ruine, wo Vater aufgewachsen ist. Megan hatte eine tolle Idee. Paolo ist der Anführer der Heuler. Er möchte Vizeaufseher Byrne umbringen. Und Byrne möchte Paolo tot sehen. Beide Gruppen werden sie sofort angreifen, aber wenn sie ihnen die Leiche des Erzfeinds bringen, gehören sie gleich zur Familie. Werden sie mir helfen, in Aramis Stiltons Haus zu gelangen? Ich bin mir sicher, das funktioniert. Ich spüre, wie dieser Ort und diese Leute meine Perspektive ändern.
Wie wird mich das alles verändern? Ja, wir werden definitiv eine Tyrannin sein, Rospus in der Art, weil wir haben viel zu viele Leute umgebracht. Aber was sollen wir machen? Notiz von Sokolov. Emily, ich mag vielleicht nicht mehr an mechanischen Geräten herumbasteln, aber alt und nutzlos bin ich deswegen noch lange nicht. Sehen Sie, ich habe Ihnen einen kleinen Apparat angefertigt, nur aus Teilen von diesem armseligen Kahn. Ja, ein paar wurden noch verwendet, aber ich versichere Ihnen, dass sie keine tragende Rolle spielen. Nun, nur erzählen Sie Megan nichts davon. Sie ist schon mürrisch genug. Dieses Gerät sollte Ihnen jedenfalls gute Dienste leisten. Sokolov. Na super. Nakromine. Haben wir da nicht schon genug? Jo, haben wir. Der Sokolov. Wirklich unfassbar, der Kerl. Haben wir hier noch was drinnen? Irgendwas Neues? Anton Sokolovs Tagebuch, der Zahn der Zeit, hatten wir da schon? Hallo, da bin ich wieder, vernachlässigtes Tagebuch. Beim Schreiben dieser Worte muss ich schmunzeln, denn ich weiß, dass sie von anderen gelesen werden. Wenn ich ins Nichts gegangen bin oder in irgendeiner Gefängniszelle vermodere. Also gut, lies weiter und lache über meine Dummheit und meine schmerzenden Gelenke. Erfreut es dich zu erfahren, dass mir das Gehen schwerfällt? Aber ich bin zu stolz, einen Gehstock zu verwenden. Ich höre meinen Knochen bei jedem Schritt protestieren. Das ist ein unschönes Knacken, das mich begleitet, wohin ich auch gehe. Es ist lustig zu wissen, dass meine Augen diese Seite kaum mehr sehen. Oder dass meine Hand zittert, wenn ich den Stift halte. Dann lach! Ja, der einst große Sokolov ist nur noch ein Haufen müder alter Knochen. Meine Mahlzeiten werden mir gebracht und schon bald wird man mich füttern müssen, sonst verhungere ich. Mir ist es fast unmöglich zu malen und noch viel schwieriger ist es zu urinieren, Alter. Also lach nach Herzenslust, aber dann halte kurz ein und denke nach. Dasselbe Schicksal wartet auch auf dich. Werter Leser, aber du musst klug genug sein und ausreichend Glück haben, so lange zu leben wie ich. Ja, ja. Weiße Worte. So, da ist sonst nichts, oder? Ein Glas. Mit Pinsel. Gut. Dann würde ich sagen, das war's schon wieder, ne? Jetzt ist die Frage, wo unsere gute Megan hin verschwunden ist. Huch. Dann würde ich sagen, wir verlassen den Kahn wieder. Hüpf. Was ist das? Sind so, Sokolov. Jep. Na dann, bereit. Los geht's. Ich bringe sie so nah ran wie möglich. Kapitel 6. Staubbezirk. Du musst den Staubbezirk durchqueren, um Aramis Stiltons Anwesen zu erreichen, in dem sich weitere von Delilahs Geheimnisse befinden. Vizeaufseher Byrne und seine religiösen Anhänger führen Krieg gegen Paolo, den Anführer der Heuler. Gegen einen Gefallen wird dir entweder Byrne oder Paolo helfen. So, ja. Alter Dingsbezirk. Ja, beliebige Taste drücken und fertig. Was für ein Mann ist das, dieser Aramis Stilton? Ein Verbündeter des alten Herzogs. Treu und klug. Stilton hat mit den Silberbergwerken ein modernes Karnaka aufgebaut. Er hat als Bergmann angefangen und sich zum Prinzen der Industrie hochgearbeitet. Jetzt lässt der Herzog die Bergleute Tag und Nacht schuften. Was blühend war, ist jetzt verfallen. Dem Herzog ist es egal, solange er aus silbernen Bechern trinken kann.
Und woraus sind die Becher im Dunwall Tower gefertigt, Kaiserin? Jedenfalls müssen sie durch den Staubbezirk, um Stiltons Haus zu erreichen. Vielleicht ist er noch dort oder er ist schon tot. Sie Megan, sobald sie im Staubbezirk sind. Sie sagt ihnen mehr. Ich warte hier im Beiboot, um sie später zur Dreadful Whale zurückzubringen. Alles klar. Gut, neues Spiel, neues Glück, ne? Also, Mami dein? Es gibt hier mehr als nur Korruption, Leid. Verzweifle nicht. Du findest hier auch Gutes. Aha, okay. Gut, die Runen sind alle ein bisschen weiter weg. Sprich mit Megan. Missionshinweise. Unmöglich zu knacken ist das natürlich nicht schön, ne? Erkenntnisse, so. Dann hier. Hier. Passt. Mission. Okay. Ja. Ist das was? Die Crone's Hand. Die Bärle von Zerkonus. Spaß ohne End im Salon der Crone's Hand. Treffpunkt und Anbieter für starkes Essen und Trinken. Jedermann willkommen. Bisher unübertroffen. Heimat des Würfelspiels 5 Münzen. Abendliches Armdrücken. Wetten willkommen. Junge Gentlemen und Ladies, hereinspaziert, keine Altersgrenze. Am 1. des Monats ist Alle Night. Und 3 Alles erhalten Sie als Vierte zum halben Preis. Nach 3 Alles erhalten Sie das Vierte zum halben Preis. So. Einfach zu finden auf der Miramar Street im Staubbezirk. Ehemals Batista Bezirk. Okay. Aha. Dann saufen wir uns einen an, oder? So. Jetzt ist die Frage, ist da hinten was versteckt? Roher Walknochen. Sehr gut. Was haben wir da hinten? Schleifstein. Ein paar hübsche Mäuschen. Eine Kochstelle. Alkohol, brennbar. Sehr schön. Okay. Ansonsten ist da nicht viel. Aha, ich glaube, das kommt raus. Okay. Batista Promenade. Okay, da ist nichts. Wow, schön ist es hier schon wieder, ne? Okay, Mamilein. Ich glaube, wir haben Arbeit. Und jagt wie ein wildes Tier. Und doch bleibst du ehrenhaft. Oh, das ist aber nett. Ich glaube, dann haben wir doch alles ganz falsch gemacht. Da oben ist schon mal etwas. Oh, der Part ist auch gleich zu Ende. Aha. Da haben wir Wachen. Wie kommen wir da zum Gescheißen vorbei? Ich glaube nicht, dass man von da oben was machen kann.
geschieht erst, wenn jemand es schafft, Paolo oder Pizza auf der Erde zu töten. Und ich glaube nicht, dass Sie oder ich zu Crown's Hand oder der vorübergehenden Festung des Ordens durchkommen. Wer ist da jemand? Na, das hat nicht geklappt. Du bist so tot. Das war nicht so gut. Na. Da müssen wir gerade nochmal laden. Und zwar fürchte ich hier. Oh je. Ja. Das ist schon wieder... das ist dann wieder ein Thema für unseren nächsten Part. Ja, weil dies ist ja schon vorbei. Sehr gut, wir haben Kapitel 6 erreicht. Auch nicht schlecht. Ich denke, kann man zufrieden sein. So. Na gut, ihr Lieben. Das war's dann wieder für heute. Ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!